Willkommen zu meinem ersten richtigen Sims 3 Let's Play Part. Bisher hatten wir ja nur die Charaktererstellung und jetzt fangen wir richtig an zu spielen. Unsere Abenteurerin hat auch schon gleich den ersten Wunsch. Sie möchte gerne nach China reisen, aber dafür haben wir noch nicht das Geld locker. Wir haben zwar ein bisschen Geld, aber das möchte ich jetzt sofort nicht machen, sondern ich wollte gerade erstmal ein bisschen schauen, was so im Haus drin ist und die Möbel dann ersetzen. Vor allem diesen Kühlschrank, weil ich festgestellt habe, dass der ein unglaubliches Geräusch von sich gibt. Unglaublich, ich kann euch ja gerne mal eine Hörprobe geben. Das ist dieses wunderbare Summen, was ihr hört. Deswegen werde ich jetzt sofort in den Baumodus gehen. Ich finde auch diesen Boden ist ultra geschmacklos. Der ist ganz schrecklich. Das Ding, das lässt dann sich ja noch drüber streiten, aber oh, das geht ja gar nicht. Das geht. Das geht auch. Obwohl, diese Tapete ist ja auch nicht gerade der Bringer. Kriegt man eigentlich auch Augenkrebs von. Aber vor allem wichtig ist erstmal ein neuer Kühlschrank. So, das heißt also, wir gehen hier rein. Ich habe, was ist das denn? Inhalte filtern, okay. Ich habe mir eigentlich ein paar Sachen runtergeladen. Achso, hier ist auch was. Genau. Simcredible Fridge. Was hat der denn so für Eigenschaften? Oh je, das steht auf Englisch. Das ist ja klasse. ja, ich habe mir ein paar Sachen runtergeladen und deswegen ist das auch auf Englisch. Was hat denn der beste Kühlschrank? Der hat 21 und 15. So viel hat der Kühlschrank auf. Ja. Das ist jetzt nicht die moderne Variante, sondern eine. Was steht denn da? Okay, Leben auf dem Land. Ranchero, Kühlschrank von Sim King. Passt ja eigentlich, weil wir ja auch hier auf dem Land leben. Das war ja schon in der Beschreibung drin, dass wir hier auf dem Land leben. Wäre jetzt cool, wenn dann die anderen Küchengeräte auch noch in dem Stil sind. Müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gibt es jetzt aber die Schränke in diesem Design. Spülmaschine. Hohe Fichtenspülmaschine. Theken. Man müsste es ja eigentlich auch die Theken geben in diesem Design. Schauen wir mal. Gemütliche Theke, gemütliche Theke. Inseltheke, Cowboy von heute. Theke Contra. Ja, die sahen doch irgendwie aus, als ob die passend zum Kühlschrank wäre. Naja, nicht so ganz. Nee. Nee, danke. Dann nehmen wir doch lieber den modernen Kühlschrank. Oder den hier. Aber der hat auch weniger Haltbarkeit. Na gut, dann nehmen wir den. Und den kann man doch irgendwie noch so ein bisschen so mixen. Ja, Streifen. Grün. Oje. Oh Gott. Ich brauche was Ländliches. Gibt's was Ländliches? Ich glaube, den gibt es nicht in ländlich, diesen Kühlschrank. Also rot gerade, das war schon nicht schlecht. Die Schokominze gerade fand ich auch nicht schlecht. Aber da hatte ich schon weggeklickt. Diese gestreiften Designs. Hoffentlich kommt noch was, was mir gefällt. Das sah ja gerade komisch aus. Lila ist auch nicht schlecht. Aber dieses Gestreifte. Jetzt haben wir es in großen Streifen, in hohen Streifen. Interessante Sache. Yeah, wir würfeln. Nee, das ist mir zu dunkel. Wir hatten doch gerade so einen netten. Die sehen irgendwie alle seltsam aus. Vielleicht nehmen wir doch den alten Modenkühlschrank. Wenn ich den Rest davon auch noch finde. Rosa. Die sehen doch alle verrückt aus, diese ganzen Styles hier. Nee. Alles so abgedreht. Nehmen wir hier das gebürstete Aluminium. Und dann auch weg mit dem Kuhschubserofen oder wie der auch immer nochmal heißt. Hin mit dem Festus. Ach, da gibt es auch noch so einen. Aus der Küchenabteilung. Was ist das für einer? Hat auch so Streifen.
Der sieht ja auch nicht schlecht aus. Wo gehört der denn hin? Limitiert. Okay. Wieso ist der vorne so dunkel? Irgendwie ist er nicht so mein Fall. Nehmen wir lieber einfach den Festus, auch in gebürstetem Aluminium. Und, ja, diese Theke ist irgendwie auch ganz schrecklich. Wie viel kostet die denn? Ländlich angehauchte Theke. Was gibt's denn da noch so? Ja, hast du's? Ich brauche nicht die ganzen Stile da rechts. Ich brauche einmal umfärben, bitte. Aha, da haben wir es jetzt. So. Gibt's auch ein Grün? Mhm. Ich mag Blau ja ganz gerne. Also nehmen wir das Blau. Ja. Wunderbar. So. Einmal Blau, immer Blau. So. Dann müssen wir jetzt jede Theke einzeln einmal umschmeißen. Ja, die gefällt mir so. Ich hätte dann gerne die nächste. So. Das passt mir jetzt. Einmal Blau. Dankeschön. So. Finde ich besser. Und dann dieser Fußboden. Oh je. Was gibt's denn da noch für schreckliche Muster? Wieso muss da eigentlich ein Teppich sein in der Küche? Hier, da sind doch Fliesen oder was? Das PVC? Ja, PVC? Oh je. Das war ja das, was ich eben gewählt habe. Das ist immer noch ganz schrecklich. Das ist sehr einfach. Was ist das denn? Ah ja. Teppiche und Läufer. Textilien. Schrecklich. Okay. Wir machen einfach einen anderen Boden hin. Das ist ja grauenvoll. Mit dem bisschen Geld, was wir noch haben. Deswegen wollte ich es eigentlich umfärben, aber irgendwie spinnt das ja dermaßen rum. Nehmen wir gleich einfach eine Fliese und klatschen die dahin. Ja, das ist schon nicht schlecht. Passt doch so ein bisschen zu dem Blau. Das mag ich. Das gefällt mir. Wie hat uns das jetzt gekostet? Wahrscheinlich zu viel. Was haben wir denn hier? Hier haben wir auch so Streifen. Und der Fernseher, den mag ich sowieso nicht. Aber jetzt müssen wir dann... Was ist das denn hier? Achso, hier ist so ein Teppich oder sowas. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Machen wir also erstmal... So, ich habe mich jetzt entschieden, den Boden doch so zu lassen. Wir haben sowieso viel zu wenig Geld, um jetzt noch großartig irgendwas zu verändern. Deswegen werden wir uns jetzt erstmal auf die Suche nach Geld machen. Und überhaupt auch mal das Gameplay starten, weil bisher habe ich jetzt ja nur rumgebaut. Und da ist die liebe Serena und schaut immer noch so in der Gegend rum. Weil wir noch nicht auf Play gedrückt haben. So. Ach, Mensch. Das ist der Show-Effekt. Dann geht immer alles schief. Das kennt ihr ja. Der absolute Show-Effekt. Immobilienbesitzer aufgepasst. So. Das Bücherregal habe ich eben gar nicht gesehen, als ich hier am Umräumen war. Und sie schaltet garantiert wieder sofort die Glotze ein. Ich möchte keine Glotze. Ist das schlimm? Regal öffnen. Was gibt es denn da? Gar nichts. Okay, das ist, weil ich eben einen Mod rausgeschmissen habe, gibt es da jetzt gar nichts. Aber ich habe ja auch schon gesagt, ich bin Jägerin und Sammlerin, deswegen werden wir dann gleich auch mal schauen, ob wir so irgendwas finden können hier. Hier habe ich auf jeden Fall schon mal was gefunden. Ist ein bisschen schwer, vielleicht schauen wir doch nochmal woanders.
Ich habe einmal kurz in der Nachbarschaft hier gespielt, aber noch nicht besonders lange. Ich denke mal, hier oben dürften wir auf jeden Fall was finden, was wir verkaufen können. Und hier ist auch schon ein Tier, was wir beobachten können. Ein Wildpferd. Wildpferd beobachten. So. Das wird jetzt ein bisschen dauern und ein bisschen Geld kosten, weil sie ja noch kein Dings hat. Oh, ein schwarzes Pferd. Weil sie ja ein Taxi benutzen muss. Da ist sie nämlich. Du sollst auf die Simsen gucken. Ich möchte nicht auf den Boden gucken. So. Da können wir jetzt die Pferde beobachten. Ich habe festgestellt, dass sie damit dann mit denen Freundschaft schließt, genau. Wenn sie, aha. Freundschaft schließen, nach Ägypten reisen, zu wenig Geld. Wildpferd beobachten und Musikkarriere einschlagen. Nee. Aber Wildpferd beobachten kann ich dir geben. Das hat sie gefreut. Wildpferd streicheln möchte sie. Okay, und da kommt noch ein Wildpferd. So ein Mikro-Wildpferd. Okay, dahin springen die Fische schön rum. Und sie möchte das Wildpferd gerne streicheln. Dafür muss es aber erstmal beobachten. Das hier ist übrigens auch ein Mod mit diesem GIF. Ja, mehr als beobachten können wir aber nicht. Aber wir könnten ein bisschen fischen gehen und ein paar Fische verkaufen. Normalerweise liegen hier auch oder laufen hier Tiere rum oder liegen irgendwelche Sachen rum. Ich habe auf jeden Fall schon Sachen gefunden hier. Käfer und sowas. Aber irgendwie habe ich hier momentan kein Glück. Was ein bisschen ärgerlich ist. Aber ich kann euch einen ziemlich lustigen Baum zeigen. Dieser Baum hier. Der hat irgendwie Augen. Huch, was war das denn jetzt? Die Steuerung zankt mich. Der hat Augen. Fand ich sehr lustig. Und die Gute tut mir da Pferde beobachten und sie möchte gerne ein Bild malen. Einen Kurs belegen können wir nicht, wir haben kein Geld. Ich möchte mit einem Wildpferd Freundschaft schließen. So.